Und jetzt üben wir noch Grammatik. Ich nenne Sätze mit Lücken, Predloženje s propuskami, und lasse euch Zeit zu überlegen und gebe euch ein paar Hinweise. Beginnen wir mit dem ersten Satz. Každý deň mnoho samolietov. Sie fliegen, also eine Tätigkeit, nad našej derevnej. Die Lösung ist letajot. Etot samolet starý. On už nie. Eine Fähigkeit, ist hier gefragt. On už nie letajet. Richtig. Dievoška už. Sie kann schon gehen. Dritte Person Singular, Präsens. Dievočka už chodit. Pravilno. Zimoje školniki v basenje, no letom ani ljubjat v ozere. Wir nehmen Präsens. Ani plavajut v basenje, no letom ani ljubjat plavat v ozere. Und jetzt diese geniale Form der verkürzten Aussage mit dem tieferen Sinn, wo wir im Deutschen drei Sätze bräuchten. Můj každý vuchodný Präsens k babuške v derevnju. Letom můj semjoj Vergangenheit k tjadje i tjotje v Krym. Jezdim. Můj každý vuchodný jezdim k babuške v derevnju. Летом мы с семьей летали к дяде и тете в Крым. Прошлой осенью, also letzten Herbst, ученики Вену по обмену. Letzten Herbst sind die Schüler im Austausch nach Wien geflogen. Die russischen Schüler sind zu uns gekommen. Они летали, weil sie gekommen sind, geblieben sind und wieder zurückgeflogen. Мой отец нашел работу в Смоленске. Каждый понедельник он будет на ласточке. Ласточке ist ein Schnellzug. Man fährt ungefähr 5,5 Stunden nach Smolensk. Eine lange Strecke in kurzer Zeit. Ласточка ist die Schwalbe. Мой отец нашел работу в Смоленске, каждый понедельник он будет, also er wird fahren und будет ездить туда на ласточке. Пока, до следующего урока. Всего доброго.